Wir schaffen es, können die halbe Spitze spielen, gehen wir sehen. Wir wissen, ob die bestimmt nicht aufgehen. Nur in. Alle Jan! Ja! Ja! Ja!
Ja, leider hat die bessere Mannschaft in meinen Augen das Spiel verloren. Wir waren in der ersten Halbzeit klar am Drücker. Die ersten 10 Minuten haben wir hier Pressing gespielt. Die Wormatia konnte sich gar nicht richtig befreien. Und so kam es eigentlich folgerichtig, dass wir 1-0 in Führung gehen konnten. Und dann müssen wir natürlich das 2-0 nachlegen, als wir über die rechte Seite wieder durch waren und blank im 5-Meter-Raum stehen, den Ball nicht richtig treffen. Das wäre in meinen Augen schon vielleicht eine kleine Vorentscheidung gewesen. Aber dann steht es dann nach 15 Minuten 2-0 für uns. Und so war es dann im Laufe der ersten Halbzeit ein offenes Spiel. Trotzdem sehe ich leichte Vorteile für meine Mannschaft, insbesondere im Spielaufbau. Das hat sich dann in der zweiten Halbzeit fortgesetzt. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit haben wir hier in Worms klar, also deutlich die bessere Mannschaft gesehen in Gelb. Und dann ist es so, dass wir dann natürlich unsere Großchancen nutzen müssen. Wir kommen aus der Halbzeit raus, laufen dann einmal 1 gegen 1 gegen den Torwart. Das können wir nicht dann verwerten. Dann verschießen wir noch einen Elfmeter, auch in der ersten Halbzeit. Und so ist es so, dass wir uns an die eigene Nase greifen müssen, obwohl ich ganz klar, bin der Letzte, der eigentlich was über die Schiedsrichter sagt, aber in meinen Augen hat heute der Schiedsrichter mit das Spiel entschieden. Er hat in meinen Augen 2 Fehlentscheidungen vor den Standardsituationen getroffen. Der eingewechselte Spieler Zimanis muss mit Gelb-Rot zwingend vom Platz hier an der Außenlinie bei dem Foul. Und so muss ich sagen, das Umstände, die können wir nicht hundertprozentig beeinflussen, aber trotzdem muss ich meiner Mannschaft ein ganz, ganz großes, ich muss Respekt meiner Mannschaft zollen. Die haben ja ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel abgeliefert beim Tabellenführer, den wir eigentlich nie in 90 Minuten ins Spiel haben kommen lassen. Und leider ist es so, dass wir dann eigentlich durch 3 Standardsituationen 3 Gegentreffer fangen. Ansonsten davon abgesehen, glaube ich, hat die Wormatia so gut wie keine Torchance. Von dem her ist es sehr deprimierend, weil wir uns natürlich hier was ausgerechnet haben. Wenn ich den Spielverlauf dann Revue passieren lasse, dann hätten wir hier die 3 Punkte verdient und nicht die Wormatia. Ja, war ein sehr, sehr hartes Stück Arbeit heute. Der Gegner hat uns alles abverlangt. Vor allem in den ersten 20 Minuten sind wir gar nicht in die Zweikämpfe richtig gekommen. Da war der Gegner griffiger, bissiger. Und wir haben dann schon ein bisschen gebraucht. Ich denke, ab Mitte erster Halbzeit hatten wir dann schon die ein oder andere Möglichkeit, gerade über den Jan Dahlke. Und ja, so ist es dann, wie es ist. Der Schiedsrichter hat auch irgendwo die ein oder andere Szene heute gepfiffen. Ich glaube, waren 3 Elfer. Und es hätte in beide Richtungen ausschlagen können. Ja, ich glaube, auch Dudenhofen war nah dran. Allerdings, wenn du so einen Lauf hast, glaube ich, und ja, dann hast du irgendwo vielleicht auch so Karma, wo du sagst, hey, wir glauben dran. Wir können in jeder Situation nochmal irgendwo einen rausholen, das haben die Jungs dann. Also wenn ich sehe, wie der Yannick dann das Tor erzielt, mit welcher Wucht, genauso Kami, ja, dann macht mich das stolz. Kami war 6 Wochen verletzt. Und wenn du siehst, wie die Mannschaft auch diese ganzen Ausfälle immer kompensiert und trotzdem immer alles gibt, da muss ich meinen Hut vor der Mannschaft ziehen. Trotzdem muss man auch eines zugestehen, der Gegner war sehr bissig, war bislang auch, denke ich, der stärkste Gegner hier. Aber wir haben das Spiel für uns entschieden. Und jetzt sind wir, denke ich mal, was die letzten Spiele angeht, total im Soll. Und ja, jetzt gibt es 1-2 Tage frei. Ja, die Jungs haben es verdient und ich freue mich auf die nächste Aufgabe.